So, hey Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Arc Aberration. Und damit auch schon zur zweiten Folge. Und an dieser Stelle möchte ich mich erstmal richtig bei euch bedanken für euer krasses Feedback unter dem letzten Video. Allein schon 2000 Kommentare, über 2000 Daumen nach oben, Leute. Das zeigt mir einfach wirklich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr euch mit mir auf dieses Projekt freut. Also wirklich ein großes Dankeschön. Ich habe mir auch alle Kommentare durchgelesen und die sind einfach wirklich alle ziemlich positiv, ne? Und ja, viele von euch haben ja auch kommentiert, wie süß sie hier diesen Hund finden. Und das fand ich auch ganz witzig. Am Ende der letzten Folge habe ich mich ja gefragt, wo ist der denn jetzt, ne, der Bulbdog? Ist er denn jetzt weg? Und dann ist mir so nach der Aufnahme aufgefallen, Moment mal, das Kalter. Aufnahme ist beendet. Irgendwie, es leuchtet hier doch. Was ist denn da los? Habe ich gemerkt, der saß die ganze Zeit auf meiner Schulter. Ne? Und ich habe es nicht gemerkt am Ende der letzten Folge. Also ziemlich witzig. Ne? Und der kleine Racker, der hat ja auch noch keinen Namen gehabt. Und da habt ihr auch fleißig natürlich in die Kommentare geschrieben. Und aus diesem Grund kriegt er jetzt auch nur einen Namen. Und ich war jetzt am überlegen, ob wir das jetzt mal verbessern, die Emission Range, einfach nur mal zu gucken, ob er denn quasi mehr Charge hat. Aber ich glaube, der charge dann einfach schneller, ne? Ich bin mir auch noch nicht sicher, was es genau macht. Aber seht schon, Leute, ne? Der ist jetzt erstmal Level Up. So, und den geben wir jetzt auch einen schönen Namen. Und viele von euch haben da wirklich tolle Namen geschrieben. Und die Mi Li, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die meinte, ob ich ihn nicht Bully nennen kann. Das haben tatsächlich sehr, sehr viele von euch geschrieben. Ne, ich weiß noch nicht warum, aber ich fand den Namen ziemlich süß und der passt, glaube ich, auch zu unserem Bulbdog hier. Ne, der gute alte Bully, das klingt einfach, ja, schön rund, schön süß. Von daher nennen wir ihn jetzt Bully. So, und zwar machen wir das unter Optionen. Und da haben wir es auch schon. Genau, benenne ihn. So, den kleinen Bully haben wir jetzt hier. Ich hoffe natürlich, dass unser treuer Begleiter uns dann auch lange begleitet und nicht so schnell weg ist. Aber gut, Leute. Ich würde auch mal sagen, wir widmen uns dann mal wieder diesen Pilzen hier. Da muss man nämlich wirklich aufpassen. Ich habe nämlich gemerkt, die kann man tatsächlich aufsammeln. Solange man da nicht gegenläuft, ist es kein Problem. So, wir haben es ja letztes Mal gemerkt. Ich muss das, glaube ich, jetzt nicht nochmal zeigen. Wir sind da fast gestorben, oder? Ach, Leute, wisst ihr was? So. Oh, ich bin doch gerade gegengelaufen, oder? Okay, Leute, ich bin gerade gegengelaufen. Es ist nichts passiert. Okay, Leute. Merkwürdig. Vielleicht ist es nur nachts, dass man da in Halluzinationen fällt. Das kann natürlich sein, Leute. Also ich weiß nicht, warum es jetzt nicht klappt, aber das letzte Mal, Leute, ne, das ging ordentlich ab mit diesen Pilzen. Und das Coole ist, wir haben die ja jetzt auch im Inventar und ich vermute mal, dass man damit auch Dinosaurier betäuben kann. Aber das bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es den Torpor erhöht. Ne, wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Ne, wer weiß, was damit so passiert. Es bolt auf jeden Fall ziemlich schnell. Genau. Was macht das? Können wir das essen? Ja, können wir. Das können wir einfach essen, Leute, und es passiert nichts, ne? Ne? Looks refreshing, Leute, kein Problem. Ne, wir essen es, ihr seht, wir kriegen nirgendwo Minus. Obwohl doch, wir kriegen hier so eine Resistance anscheinend. Interessant, Leute, wir haben anscheinend jetzt so ein Schild, das gibt uns richtig Power. Ne, also, es ist nicht alles giftig, was giftig aussieht. Trotzdem würde ich nicht empfehlen, alles hier zu essen. Aber gut, Leute. So, ich habe jetzt... Huch! Wow! Was ist das? Leute, was ist das? Ein Basilisk. Oh nein, und Bully. Was war das, Leute? Basilisk Level 20? Hallo Glühwürmchen, kannst du mir sagen, was das war? Was war das da gerade, Leute? Ja, auf einmal wurde es hell. Und ich habe dann nur noch irgendwie diesen Basilisk gesehen. So, und ich habe auch meine Sounds ein bisschen leise. Ich glaube, ein bisschen zu leise. Ich glaube, ich sollte die mal lauter machen. So, jetzt müsste ich mehr hören. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Und da bin ich gestorben, Leute. Ich finde das auch richtig praktisch hier mit dieser Anzeige. Wir hatten das beim Server komischerweise rausgemacht. Das war ursprünglich drin, ist dann aber durch einen Bug raus gepatcht worden. Bist du Bully? Nein. Level 16. Ich hoffe, Bully hat überlebt. Und wo kam dieser Drache auf einmal her? Ich meine, Leute, ich habe ja schon vieles gesehen. Aber der kam wirklich aus dem Nichts. Ne, wie so ein Deathworm. Naja, also wie aus, ja, aus Ragnarok. Den haben wir doch vor kurzem erst gesehen. Diese Eistodeswürmer. Na gut. Na gut, Leute. Ihr seht schon, da ist er. Ich glaube, der schläft auch. Aha, wir haben uns einem schlafenden Hund genähert. Das sieht aus wie die Schlange aus Harry Potter. Wow! Wow! Okay, 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 okay. Movement Speed hat sich gelohnt, Leute. Movement Speed hat sich gelohnt. Moment mal, sie greift gerade etwas anderes an, oder? Ja, die ist gerade mit der Schildkröte beschäftigt. Und
Nein, Leute. Das ist zum Glück nur ein Raptor. Huch. Mist. Aua! Erst betäubt sie mich und dann tötet sie mich. Genau, Schlangen sind ja dafür bekannt, dass sie größere Beute verspeisen können. Also eine Schlange kann auch gerne mal so ein Kaninchen essen. Oder ein Frosch. Oder eine Maus. Ne? Ich glaube, Hunde wären ein bisschen zu groß. Also unser Bulbdog ist wahrscheinlich noch in Sicherheit. Jedenfalls stand es nicht im Chat, dass er gestorben wäre. So, ich hoffe mal, er ist noch am Leben, Leute. Ich meine, wie kann man diesen Basilisk besiegen? Ich denke mal, mit einem richtigen Schwert, mit der Kraft der Pilze, und vielleicht noch ein bisschen Glück, könnte es was werden. Und wir sind auch Level Up, Leute. Was sollten wir verbessern? Ich denke mal, Movement Speed wäre schon ganz wichtig. Wenn viele von euch meinen, aber nein, das wirst du noch bereuen. Level mal lieber was anderes. Und ich glaube, wir lassen das erstmal so. Gewicht ist nachher auch noch wichtig. Melee Damage natürlich auch. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal so, wie wir sind. Und ihr dürft entscheiden. Genau, Leute. Ihr dürft jetzt in den Kommentaren schreiben, was ich verbessern soll als nächstes. Genau. Paracer. Hallo, Bernd. So, ich weiß nicht, irgendwie jeder Paracer erinnert mich jetzt an Bernd. Wir werden noch keinen Schreiß an die Kommentare. Ist schon sehr, sehr lange her. So. Aber gut, genau. Das ist die alte chinesische Box. Die hatten wir ja schon geöffnet. Und ich hoffe mal, dass wir es noch schaffen, Leute. Weil mir wurde auch gesagt, hey, Herr Skalter, du wirst hier nicht rauskommen. Es ist sehr schwer, überhaupt aus diesem Trakt rauszukommen. Ich habe ja gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie ein altes Raumschiff. So ein bisschen, mit ein bisschen Fantasie, ne? Und aus diesem Ort, man kommt nicht raus. Wow, was war das? Hä? Was ist das? Die Erde bebt, Leute. Aber es liegt doch nicht am Paracer, oder? Leute? Okay. Es bebt hier. Ich weiß nicht, warum liegt es am Basilisken? Und hört auch diese Geräusche? Merkwürdig. Okay, Leute, ihr seht schon, in Aberration, da geht's ordentlich ab. Ich kann noch was hören, Leute. Was ist denn hier los? Egal. Nichts wie weg, Leute. Nichts wie weg. Solange wir noch eine Chance haben. Der Basilisk ist hier gerade. Wow, er ist immer noch da. Leute, was ist denn da los? Mann. Wir müssen einfach nur wegrennen. Okay, ich glaube, ich weiß doch, was ich level. Nämlich Movement Speed. Renn! Wir locken sie zum Raptoren. Wow. Wow. Nein. Wow. Hallo, Raptor. Ist nicht wahr, Leute. Wir entkommen dieser gefährlichen Schlange und werden dann von einem Raptor erledigt. Was ist denn das? Was ist denn hier los, Leute? Na gut. Neuer Versuch, neues Glück. Mal schauen, wie wir es diesmal anstellen. Okay, so sieht das doch schon ganz gut aus, Leute. Na, jetzt müssen wir nur noch gucken, was ist jetzt das richtige Inventar? Das hier. Und nein! Die Schlange kommt wieder. Renn, Skalter! Renn! Oh, ich habe schon so einen coolen Bart jetzt. Renn um dein Leben! Oh. Ja, und man sollte am besten aus dem K-Modus rausgehen. Sonst rennt man nämlich einfach gegen so einen Stein. Aber gut, Leute. Immerhin haben wir jetzt schon mal unser Inventar ein wenig in Sicherheit gebracht. Warte, ein Zebra? Es gibt Zebras, Leute. Hallo, Zebra. Es ist einfach nur ein Equus, aber es sieht aus wie ein Zebra. Und ich glaube, wir sollten auch so ein Zebra ziehen. Das wäre gar nicht ein Zebra ziehen, Leute. Das klingt perfekt. Ich meine, ein Zebra, das könnte uns nicht nur als Reittier dienen, sondern ist, glaube ich, auch noch ziemlich stark. Vermutlich stärker als Bully. Ja, Leute, ich meine, niemand hätte gesagt, dass dieses Projekt einfach werden würde. Aber gut, ich meine, wir sind ja eigentlich schon ganz gut dabei. Ich meine, wir haben es schon mal geschafft durchs erste Portal. Ihr seht schon hier auch ein Zeichen von Aberration. Eine fehlerhafte Arkwelt. Ich glaube, hier kann man auch wirklich so die Fehler sehen. Weiß nicht, ob man da Schaden kriegt, wenn man durchgeht. Mist. Diesen Raptor, den habe ich vergessen. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir fangen dann von vorne an, ne? Genau, ich weiß nicht, mein wievielter Tod das jetzt ist. Ich glaube aber, das ist so der, ich weiß nicht, 10. Wir gucken mal nach. Leute, Bully wurde getötet von den Basilisken.
Leute, ich meine, Buddy hat es nicht verdient. Diese Schlange, sie hätte mich aufessen können. Sie hat mich doch achtmal gefressen. Aber Bully, wir haben ihn gerade gezähmt. Ihr habt euch extra Namen für ihn überlegt. Und jetzt ist er tot. Rest in peace, Bully. Rest in peace. Ich weiß, du bist da oben irgendwo und guckst jetzt auf mich und gibst mir Tipps. Leute, Bully wird immer ein Licht in unserem Herzen hinterlassen. Ich bin mir sicher. Aber gut, Leute, ich meine, wie gewonnen, so zerronnen, so war es schon öfter in Ark. Damit, ja, damit leben wir. Ich würde aber trotzdem sagen, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ihr habt schon gesehen, selbst Raptoren hier sind nicht ohne. Von dem wird man auch gerne mal zerfleischt. Aber ich meine, dieser Basilisk, ne? Der hat es wirklich in sich. Und ich weiß nicht, ob das hier so eine Art Zwischenboss ist. So ein, ja, kleiner, ja, Zwischenboss, den man halt besiegen kann, um hier rauszukommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht an jeder Ecke auftaucht, wie so ein Todeswurm. Aber hier sieht noch alles safe aus. Ich möchte doch nur meine Sachen wieder haben. Okay, Leute. Ich meine, theoretisch müssen wir uns an diesem Basilisken rächen. Ich meine, der hat Bully auf dem Gewissen. Ich meine, dass er mich achtmal getötet hat, ist mir egal. Es geht doch um Bully. Ah, da unten ist der Raptor, Leute. Wie kommen wir da jetzt hin? Ohne zu sterben. Ich hab's, Leute. Ihr wisst ja, Ark ist voller Bugs, vor allem Aberration. Wir würden einfach noch hier so ein bisschen hinlocken. Genau, so ein bisschen an die Kante. So, und dann gehen wir jetzt hier hin. So, locken ihn hierher. Und jetzt, Leute, jetzt haben wir ein kleines Zeitfenster, in dem wir schnell an unsere Sachen kämen. So, ich hoffe mal, das klappt und der Raptor ist nicht zu intelligent. So. Aber Moment mal, nee. Das ist eigentlich nicht, was ich haben wollte, Leute. Das waren Items, die ich eigentlich gar nicht bräuchte. Hier ist noch etwas, Leute. Also hier bin ich auch nochmal gestorben. Den Raptor hätten wir gar nicht weglocken müssen. Aber gut, Leute, genau. Hier sind eigentlich meine eigentlichen Items. Okay, vergessen wir die Items, Leute. Ich glaube, wir rennen dann doch nochmal weg. Mensch, der Raptor. Wer kann diesen Kampf gewinnen? Also ist schon 115% Movement Speed reicht doch noch nicht. Ich meine, Stamina wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, aber ich meine, das geht auch so ein bisschen auf die Stamina eben. Oh, was haben wir denn hier, Leute? Eine neue Truhe. Fall runter! Ha! Du tötest mich nicht, mein Freund! Ich töte mich wahrscheinlich selber. Okay, Leute, das ist die Todesfolge. Okay, Leute, ich hoffe, das große Sterben hat auch jetzt endlich ein Ende. Ich weiß auch nicht genau, ja, also mir wurde gesagt, dass es hier der leichteste Spawn sein soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht der Fall. Aber vielleicht irre ich mich auch, Leute, ne? Und es ist halt, es wird noch schlimmer. Ich meine, ja, okay, auf The Island am Strand kann man halt auch von Rexen zerfleischt werden, ne? So ist es nicht. Aber ich meine, es ist trotzdem cool. Also, ich finde es bisher richtig spannend. Und ich möchte auch gerne wissen, was verbirgt sich hier hinter, Leute? Was ist dort in der Ferne? Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Als erstes werden wir jetzt aber, nee, das werden wir nächste Folge öffnen. Also nächste Folge, Leute, oder, ja, jetzt öffnen wir sie einfach mal. Diesmal nicht auf Chinesisch, sondern auf Englisch. Alle Sprachen vereint. Interessant, Leute. Miss Walker. Okay. Genau, ich glaube, das brauche ich nicht übersetzen, das können wir alle. Confirm, okay. Na gut, Leute, interessant, interessant. Ne, also hilft uns jetzt auch nicht wirklich viel weiter. Boah, das war knapp, Leute. Ich wäre gerade fast wieder gestorben. Aber gut, ich glaube, ich werde jetzt, wo ich den Boost habe, auch mal ein bisschen Farm gehen, beziehungsweise ein paar Foundations craften. Damit wir auch mal so ein bisschen aufleveln, ne? Da muss ich mal gucken, wo wir hier Holz kriegen. Ich glaube, durch die, ja, mit den Pilzen kann man auch gut craften. Weil Wooden Foundations haben wir schon erlernt, Leute. Und es gibt nichts Schöneres, als so ein bisschen zu leveln. Aber gut, Leute, das war es dann auch wieder mit dieser Folge. Wie gesagt, ein bisschen, ja, war so ein bisschen so eine Todesfolge. Jo, Leute, diesen Sprung habe ich nicht überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Aber okay, ich habe auch keine gute Rüstung gehabt. Egal, Leute. Das war eine absolute Todesfolge. Wir sind ein bisschen schlauer geworden. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und vielleicht habt ihr selber ja auch ein paar Überlegungen oder Ideen, wie wir in Zukunft diesen, ja,
diesen komischen, merkwürdigen Basilisken besiegen können und Bully rächen können. Aber gut, Leute, das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn es euch wieder gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten war's es wieder. In 2 Tagen geht's dann weiter. Also am Sonntag um 18 Uhr kommt die nächste Folge. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.